Ecke. Komm her. Ach nee. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch zum 50. Zum 50. alles Gute. Ja, für mich ist es schön, für dich weniger, oder? Ja, für mich ganz traurig. Aber ich habe ja noch Zeit. Sehr viel Zeit. Ja. Guck mal, wir haben drei. Und ich wäre froh, wenn es noch so wäre. Guck mal, ich habe dir eine 50. So, wir machen mal ganz kurz hier deinen Herzschrittmacher wieder an. Ja. Ja, die Nummer 50. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu TV Lokal, die 50. Ausgabe. Ich hätte nie gedacht, dass das mal kommen wird. So 50 viel. Sendungen. 50 Sendungen. Verrückt, oder? Ist der Hammer, oder? Und ihr habt die Hütte noch nicht angezündet hier. Also können wir doch weitermachen, oder? So. Aber bevor wir auf Dinge kommen, die weniger schön sind, kommen wir zu den ganz, ganz schönen Dingen. Bier? Ein ganz, ganz toller Lokal-TV-Fanclub. Ja, unser. Danke. Wir haben die besten Fans der Welt. Hast du das gesehen? Hat uns eine Überraschung mitgebracht. Kann man das hier irgendwie, guck mal, da hat er doch schon. Extra ein Bier gebraut für unseren Stammtisch. Nur für uns. Und da möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Mal, besonders bei Verena. Verena. Die heißt Verena. Ja. Die Chefin des Fanclubs. Verena Gosemann. Kann man das so sagen? Bestimmt, war. Ich glaube schon. Ja. Wir haben Fanclub. Ganz toll. Also recht herzlichen Dank. Danke. Müssen wir sagen. Und ich hoffe, dass der Fanclub jetzt noch größer wird. Sehen, dass es... Ganz und toll. Wir bekommen sehr gerne Geschenke. Kriegt einen Ehrenplatz bei uns. Wollen wir das hier irgendwo ranhängen? Wir müssten vielleicht noch so ein Regalchen hier irgendwie. Ja, ne? Müssen wir noch machen. Für Trophäen. Die 50 haben wir ja auch. Also, sag mal, ist das eigentlich die 50, warum die über meinen Kopf hängt? Das habe ich bewusst gemacht. Hast du bewusst gemacht? Na, logisch. Dein Haar wird schütterter, also kann ich doch ein bisschen ablenken davon, oder? Das ist gut, dass er noch eine andere Einstellung kam. Ja, mein lieber Freund, das war die erste schöne Sache, die wir zu unserer 50. Sendung haben. Dann wollen wir aber noch unser Spielchen trotzdem weitermachen. Wir haben ja ein Spielchen. Unser Fanclub hat ja für uns ein Spielchen gebastelt. Ja, bei mir bleibt es bei weiß. Ehrlich? Ich lese nochmal. Soll ich nochmal lesen? Guck mal, das ist in jeder Soap. Wiederholen Sie und wiederholen Sie. Also, die Grünen sind für Jörg und die Weißen sind für Ralf. Jetzt könnte ich ja wieder sagen... Nein, sagst du nicht. Komm, wir machen unser Spielchen. Ach nee, du musst ja selber. Ja, natürlich. Ich meine, das ist bei Losbuden immer so, ne? Ehrlich? Naja. So. Ich lasse mal ziehen, aber ich habe auch noch nie gewonnen. Doch, du hast einen guten Fanclub gewonnen. Aha. Ja. Ralf, verstehst du? Was für Thema hast du denn? Das sag ich dir nicht. Verstehst du? Naja. Wollen wir was trinken? Ja. Verstehst zum 50. du? Zum 50. Zum 50. Lass uns mal anstoßen. Lass uns mal anstoßen. Die Gläser erheben. Warum bist du heute so am Rande der Gesellschaft? Weil hier noch ein dritter Stuhl ist. Verstehst du? Ja. Kommt noch jemand? So wurde es mir angekündigt. Also... Ich denke mal. Also, wir machen mal ein Gießerchen. Ja. Ne? Oh, das ist aber heute sehr dunkel. Oh, deins auch? Sehr. Der Herr Kollege an den Reglern will uns blau machen hier. Meinst du? Schwarzbier. Also, dann erstmal auf den 50. liebe Zuschauer und alle, die treu durchgehalten haben. Kling. Kling. Sind wir natürlich froh darüber, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Ne? Danke euch. Prost. Verstehst du? Aber es schmeckt gut. Es schmeckt sehr lecker. Und zwar Störtebecker Bier. Jetzt haben wir die. Haben wir schon Werbung? Ist jetzt Werbung? Schon Werbung? Also Störtebecker Bier, hervorragend. Gibt es bei Stadtshop in der Saarlouis Straße 17. Hm? Hier also. Den Störtebecker Bier. Und, also ganz tolles Bier, kann man wirklich trinken. Also ich bin jetzt wirklich überrascht über dieses Hanse Porter, heißt das, ne? Es ist so, auch so ein leichtes Frauenbier, ne? So ein bisschen. Malzig. Es gibt Frauenbier? Natürlich gibt es Frauenbier. Ist jetzt die Werbung vorbei oder kann ist, ich jetzt so noch jetzt Werbung ist machen? Die Werbung vorbei. Mach du auch. Ja, ich hab nämlich was mitgebracht. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe einen sehr guten Freund, der spielt in einer Band. Und diese Band heißt Wakewoods. Ah! Und die haben eine neue Scheibe rausgebracht.
Kann man das eine Zayday. Eine Zayday? Gibt es denn noch Zaydays? Ja, ja. Oder nur noch Streaming? Es gibt auch Platten. Streaming kannst du hier auch machen mit denen. Die sind sogar bei MTV. Sagt man das so? MTV? MTV. 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 Ja, eine super Scheibe. Ja. Musik läuft jetzt ein bisschen im Hintergrund. Oder? Ja. Läuft. Ja, da können wir mal durchgehen lassen. Ah, das ist doch was für dein Alter, so ein bisschen. Ey, das sind doch junge Bengels. Ich finde die sau. Das sind doch junge Kerle, wie kommst du denn auf mein Alter? Naja, nee, von der Musikrichtung her. Na, die machen doch die Musik ihrer Richtung, also ihres Alters. I'm sitting in the train, I'm leaving what is left of me. Ja, konnte ich jetzt heute nicht vorenthalten. Ja. Super. Oder? Ja. Also ich jetzt. Seit August ist die draußen. Seit August? Was haben wir denn? August? Welches Jahr? Dies Jahr. 2015. So, das war also der schöne, angenehme Teil. Ich stell die mal hier hin. Jörg, ja. Ich hatte mir ganz fest vorgenommen, das Thema Asyl heute rauszulassen. Weil es gibt ja eigentlich kein anderes Thema mehr. Nee, stimmt. Es gibt überall, es geht nur noch Flüchtlinge, Asyl. Es gibt kein anderes Thema mehr. Und ich, habe mir geschworen, ich selber, mir geschworen und dir versprochen, das Thema Asyl heute nicht anzufassen. Ja, geht aber wahrscheinlich es geht nicht. Nicht. Es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Warum geht es nicht? Denn Eisenhüttenstadt steht im Fokus der Medien. Es geht eigentlich um folgenden Sachverhalt. Es hat der Chef der Krankenvereinigung Brandenburgs, ein Herr Helming, hat beim RBB-Fernsehen behauptet, dass in Eisenhüttenstadt in der Erstaufnahme Untersuchung, also wenn die Flüchtlinge kommen, in die Erstaufnahmestelle Eisenhüttenstadt, werden sie sofort untersucht. Und dieser Mensch hat also gesagt, dieser Chef der KV in Brandenburg hat also ein großes Interview gegeben, in dem er gesagt hat, dass die Ärzte in Eisenhüttenstadt vollständig überfordert sind und dass sie schlampig arbeiten, was so ähnlich kam es rüber. Ein bisschen frech, oder? Es soll angeblich, und jetzt ist, wo ich einfach sage, das kann ja auch ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender so auch nicht stehen lassen. Er hat also in diesem Beitrag gesagt, dass in einer Arztpraxis in Brandenburg eine Frau und ein Kind, Asylbewerber, in die Praxis eines Allgemeinmediziners kamen und er hat dort Tuberkulose festgestellt. Die angeblich in Eisenhüttenstadt übersehen worden ist. Jetzt gibt es denn da schon eine Gegendarstellung? Ja, die gibt es. Und zwar gibt es massive Gegendarstellungen, zum Beispiel von der Gesundheitsministerin Golze, also vom Land Brandenburg. Ja. Aber es gibt auch eine Presseinformation des Krankenhauses in Eisenhüttenstadt. Ja, die interessiert mich jetzt hier. Die kann ich vielleicht ganz kurz. Als ich diese Mail bekommen habe mit dieser Presseinformation, konnte ich sie gar nicht so richtig zuordnen zum Anfang. Aber dort wehrt sich natürlich das Krankenhaus gegen diese Behauptung. Unterstellung. Ja, ich meine, ja ein also ob es rechtliche Schritte geben wird, da muss man abwarten. Jedenfalls hat auch hier Till Frohne, Geschäftsführer des Krankenhauses Eisenhüttenstadt, definitiv gesagt, es ist eine unzutreffende Behauptung ins Blaue. So hat er es hier geschrieben. Ob solche Äußerungen der Problematik letztendlich angemessen erscheinen mag, der unbefangene Betrachter für sich selbst entscheiden. Das Krankenhaus wertet solche Aussagen jedenfalls nicht als Aussage von Körperschaften, so heißt das hier. Vielleicht ein bisschen. Was ist denn das für ein Mann hier, der den. Ja, das ist der Chef der Brandenburger Krankenvereinigung. Der Krankenkassenvereinigung. Krankenkassenvereinigung? Hm? Und wie kommt der da drauf? Ich meine, der muss ja irgendeinen Hintergrund naja, haben. Naja, der Mann steht ja auch, sagen wir mal, auch für andere Dinge im Fokus. Ne? Also, ach so? Er hat wahrscheinlich so ein loses Mundwerk, scheint so zu sein. Zumindest hat dann kam die Information vom Land Brandenburg, also auch Fakten. Das heißt, täglich können im Krankenhaus Eisenhüttenstadt bis zu 150 asylsuchende Personen untersucht werden. Mhm. Pro Monat sind das mehr als 3.000. Ja. Dafür stehen drei Behandlungsräume zur Verfügung zum Ausschluss einer Tuberkuloseerkrankung. Das heißt also, wenn die reinkommen,
Ja? Soll ich das mal ausmachen hier? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, warum das an ist. Ich geh mal gucken. Naja. Red mal weiter. Ja. Und ja, er hat schon raufgetreten. Schlimm. Ja, und wie gesagt, also es ist so, dass es keine Überforderung der Ärzte gibt. Man hat genug Ärzte. Es ist auch so, man dass auch grundsätzlich Röntgenuntersuchungen gemacht werden. Ja, das und, die haben da aufgestockt genau, und neue Sachen angeschafft. Es werden Röntgenuntersuchungen gemacht und es werden zusätzliche Tuberkuloseuntersuchungen gemacht. Also das heißt ein bisschen was von Panikmache, oder? Richtig, richtig. Es ist da schon wieder. Aber wenn, das ist jetzt die Information des Gesundheitsministeriums, wenn es einen tatsächlichen diesen Fall gegeben hätte, der ist ja meldepflichtig, na, logisch, dann müsste doch das Gesundheitsministerium eine Meldung haben, ja, dass ein Tuberkulosefall. Und das ist aber noch nicht. Und das ist nicht. Also, und jetzt komme ich wieder zu einer anderen Geschichte. Der Machart von öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das heißt also, ich habe mir tatsächlich diesen Beitrag im Internet angeschaut. Aha. Es ist von den Redakteuren für meine Auffassung unverantwortlich, sowas zu sehr produzieren. Einseitig. Sowas zu produzieren. Ja. Nee, vor allen Dingen, es wird ja in dem Beitrag gesagt, es soll eine Person mit einem Kind geben, in einer, die sagen ja nicht mal wo, sondern in einer Arztpraxis. Also null Fakten, Behauptung, die nicht bewiesen also ist. Also wieder Nachrichten verkaufen ganz schnell und nein, schön. Das ist eine, schau mal, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Brandenburg und in Berlin wird mit Geld überschüttet. Ja. Die müssten doch Geld haben, um Redakteure bezahlen zu können, die recherchieren. Die sagen, scheinbar nicht. Ja, was ist es? Also es ist eines öffentlich-rechtlichen Fernsehens schlampig nicht recherchiert. Würdig. Nee, da müsste es auch Konsequenzen in der Redaktion geben. Solche Beiträge zu produzieren ist meines Erachtens vielleicht, haben wir ja was drüber. Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Das heißt, es ist auch Panik. Wer es gesehen hat, ja, der kriegt Angst. Und wenn es diesen Fall gegeben hätte, der hätte man auch mal Ross und Reiter benennen können. Ja. Na klar. Ist ja nicht wenn passiert. Es verpixelt und, oder irgendwas. Ja, und wenn... Und wenn also das Gesundheitsministerium, die von den Fällen wissen müssen, weil sie ja meldepflichtig sind, der Arzt würde ja sonst gegen Gesetze verstoßen, also ist doch nichts an dem dran. An den Haaren habe ich. Ist das nicht schlimm? Das ist schlimm. Ich finde sowas sowieso schlimm. Ja. Wie gesagt, also es ist. Mach das weg. Ja. Tu es weg. Das ist das Papier nicht wert. Hast du das was weggeworfen? Nein, noch nicht. Wo ist denn dein Zettel? Welcher? Na, der kleine Aufgabenzettel. Den habe ich hier. Doch, den verstehst du? Hätte ja sein können, dass du den weggeworfen hast. Hast du den nicht weggeworfen? Nein, ich habe den nicht weggeworfen. Warum soll ich den rahme ich mir ein? So wie jeden anderen Zettel, den ich hier habe. Ach so. Weißt du? Man hat ja kaum Zettel hier. Da hast du noch was zum Wegpacken. Cool. Jo. Das ist was für Hühner hier. Es gibt ja... Jetzt geht ja die Ausbildung wieder los, ne? Also Montag geht die Schule los? Ja, geht. Und wir haben hier die Volkshochschule. Sagt dir das was? Ist nicht bei dir auch wieder mal Zeit, einen Kurs zu belegen? In welchem Fach? Ja, das kannst du dir aussuchen. 300, was gibt's denn? 300 verschiedene Kurse gibt es im ganzen Landkreis, muss man dazu sagen. Hüttenstadt ist mit dabei, logisch, gehört ja zum Landkreis. Und da gibt es Sachen aus Gesellschaft, gar nicht, wa? Kultur, Gesundheit, Sprachen, und Informatik. Was gibt's denn bei Sprachen? Bei Sprachen. Gucken wir doch mal. Wie soll ich sprechen? Deutsch als Zweitsprache. Das wäre doch mal... Was für mich? Arabisch, Englisch. Arabisch. Business, Reise und Grundkurse in Englisch. Spanisch, Polnisch. Das ist doch was für dich hier. Russisch? Ja, ja das könnte man ja mal machen. Italienisch, Schwedisch. Schwedisch und Dänisch. Finnisch ist auch bei? Finnisch ist nicht Finnisch dabei. Nein, das ist nicht dabei. Aber Polnisch ist dabei. Und Informatik, was haben Sie da? Also schon Computerkurse oder was? Na klar, Einsteigerkurse für Laptop und Office-Kurse, Kurse zu Tablet, Smartphone. Smartphone-Kurse. Smartphone? Da kannst Smartphone. Du, kannst du gucken. Und iPad und iPhone. Steht hier. Kriegst du die da? Oder musst du mitbringen? Musst du wahrscheinlich mitbringen. Ja, ja. Schnupperkurse zu Windows 10, das finde ich ja auch lustig. Teil 1, wie mache ich mein iPad an? Ach, wir kriegen Besuch. Wir kriegen Besuch. Das ist schön. Da können wir gleich reinlotsen hier. Ja, los, kommt mal her. Ja, unser Studiogast kommt. Komm, wir packen mal, machen mal ein bisschen Platz hier.
Melanie Köster. Hey, hallo. Hallo. Komm erstmal hier durch. Hier. Einfach hier reinsetzen. Die Hand. Warte. Erst hinsetzen. Frau Kompaktteam. Hallo. Frau ich bin Kompakt. Der Jörg. Ja, das ist unser Studiogast, liebe Zuschauer. Eine Gästin. Wenn, die erste Gästin, die wir hier haben. Nein, ich hatte schon eine Gästin. Na, du, aber ich nicht. Achso. Genau. Hallo Gästin. Wir wollen heute über das Stadtfest ein bisschen reden. Ne? Ja, wunderbar. Ja? Mhm. Also, am heutigen Freitag was ist ja, ja Start. Seid ihr gut vorbereitet? Steht alles? Na, noch nicht, aber wir haben noch Zeit. Warte doch mal, jetzt muss ich da erstmal kredenzen. Ja, Quitte oder Zitrone? Geht das wieder los? Zitrone. Gut, ich werde mal ein bisschen hier Platz machen. Visuellen Platz machen. Warte mal. Die Gastfreundschaft. Die Stadt ist ja wunderbar abgeriegelt. Man kommt nirgendwo mehr hin, nicht mehr weg. Aber weg sollen sie ja nicht, sollen ja zum Stadtfest kommen. Genau. Was ist, sag mal, anders als im Vorjahr? Gibt es Neuigkeiten? Gibt es was anderes? Fällt was weg? Ich habe gehört, Riesenrad fällt weg. Um jeden Fall. Was? Aber das ist ja dann nicht neu zum letzten Jahr. Ist ja auch weggefallen. Da war es ja auch nicht da. Aber das habe ich nun vermeldet bei meinen Schwiegereltern. Wie komme ich denn jetzt da wieder raus? Wir haben ganz viel Werbung gemacht, auch fürs Riesenrad, auch über Facebook. Mhm. Und seit letzten Freitag wissen wir, dass es nicht kommt. Dass es abgesagt hat, genau. Es ist weggerollt. Und wir haben jetzt aber mit vielen Kräften und Gesprächen, auch mit Hilfe der Stadt und von Kommune zu Kommune, ein Fahrgeschäft überreden können, schnell abzubauen bei einer anderen Veranstaltung. Und was Neues? Wie nennt sich das Fahrgeschäft? Das ist der HyperX, nennt er sich. Boah, der Name schon alleine, gehe ich nicht hin. Nee, da kriege ich Angst. Ist es das HyperX? Genau. Was ist das? Wo steht das dann? Sieht aus wie ein Kran. Also es steht nicht bei Hotel Merkur, es steht eben da, wo das Riesenrad stehen sollte. Wo sollte denn das stehen? In der Lindenallee hinten? Oder? Genau, also der... So der, als Abschluss, ne? Wir hatten uns in diesem Jahr sehr gefreut, dass wir ein Riesenrad mitbringen. Das war aber dann so riesig, dass man noch mehr Straßen hätte sperren müssen. Und das Häuser hat die Stadt abreißen. Alles... Das fällt ja nicht auf. Lunig vielleicht. Das wäre ja mal eine Lösung gewesen. Das mal Lunig wegrollen damit. Ja. Könnte man ja das Riesenrad denn dauerhaft beim Lunig hinstellen, das ganze Jahr? Ist in London, hat es ja auch so ein Ding, ne? Wenn das Riesenrad es mit sich macht. Das Hütte-Ei. Das Hütte-Ei. So, heißt das nicht in London so? Ja, was? Das London-Ei? Das kommt vom Auge, glaube ich. Ne? Also, aber was ist denn bei euch im Bier drin? Wir haben Porter. Porter, also, warte mal, ich kann es nicht weg. Wenn es so weitergeht, brodelt das Ganze. Ja. Von den Scheinwerfern hier. Das ist auch ganz schön warm heute hier irgendwie. Ist zu dünn oder was? Schmeckt nicht? Ich habe noch nicht gekostet. Warum nicht? Weil ihr schon so lustig seid. Ja, wir sind auch ohne Bier lustig. Ganz schön geklaut, oder? Es ist übrigens unsere 50. Sendung. Wir haben 50 heute. Wir haben also... Oh, darauf müssen wir... Da saufen wir ja schon die ganze Zeit drauf. Ja. Und dann müssen wir auch mal anstoßen. Oh, Quatsch. Was mache ich denn schon wieder? Flasche an? Entschuldigung. Was sollen die Leute denken? Ja. Unerzogen. Oder warum mal kurz Ruhe? Ja, also der gute Effekt ist, dass das Riesenrad nicht kommt. Wir haben diese umfänglichen Sperrmaßnahmen nun nicht machen müssen. Genau. Mhm. Also so wäre die Straße der Republik zur Hälfte gesperrt und das konnte man jetzt eben rechtzeitig noch abwiegeln. Und das andere Fahrgeschäft ist fast noch größer als das Riesenrad, aber es passt eben halt quer in die Straße, in die Lindenallee und damit kann man dann so hin und her schauen. War da nicht da vorne noch eine Bühne? Da gibt es auch eine Bühne, genau, die Tschechen. Dort. Wie viele Bühnen gibt es insgesamt? Wir haben insgesamt 1, 2, 3, im Endeffekt 4 Bühnen, also 4 Szenenflächen im Hüttetreff. Den Hüttetreff zähle ich nämlich mit dazu und das Brandenburgdorf. Der ist ja wieder da, ne? Der Hüttetreff war ja in der Selbstauflösung verschwunden, weil die Stadtverwaltung nicht durfte, also genau, durfte ja nicht das bewirtschaften. Ne? Jetzt hat sich also die Stadtwerke und die Eisenhüttler Wohnungsbaugenossen, die GEWI, das weg. Hast du uns da was drin gemacht? Möchte ich gut sagen, ja. Also wir sagen das in jeder Sendung, also wir haben bis zur 48. Sendung gesagt, dass wir hier keinen Alkohol trinken. Es ist heute das erste Mal, deswegen rede ich ja so. Ja. Wir sind es einfach nicht gewöhnt. Also die GEWI und die Stadtwerke haben eine Lounge, ne? Und da finden also sehr viele Veranstaltungen statt. Ne? Also auch wieder das Hütte, Stahlstadt, Sternchen, Hütte, genau, Star. Der Hütte-Star. Ne? Der Hütte-Star. Und dann gibt es ein Meet and Greet mit? Mit der Band Laing am Samstag oder Laing und am Sonntag mit Ewig, mit Janet Biedermann. Also die Gewinner. Das war das. Die ewige Janet Biedermann. Ja. Sehr poetisch. Ja, manchmal werde ist das so. Werde ich hier mitteilen am Sonntag.
Gut, und dann gibt es eine Lasershow, die war ja eigentlich auch noch so vakant, ne? Die haben macht wir vor macht fünf man's. Jahren mal mitgebracht und dank der Stadt haben wir es jetzt auch in diesem Jahr wieder hinbekommen, dass es eine gibt, das Lasergesicht. Und das bringt seine Freundin mit. Das Lasergesicht bringt seine Freundin mit? Steht mir jetzt mal. Das wird bestimmt schön. Das muss man jetzt noch verkraften. 21.30 Uhr Hauptbühne. Ja. Super. Samstag. 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 Ja, das war schon mal Sonntag, ne? War das nicht immer so ein Abschlussgeschichte? Das war das allererste Mal, aber da haben wir festgestellt, dass viele schon wieder nach Hause fahren, ja. Beziehungsweise in die Heimat, nicht in die Heimat, sondern der Besuch wieder abreist. So. Naja, es ist ja, das Stadtfest ist ja sowas wie, ich komme mal wieder nach Hause und wir treffen uns. Das sind Sehnsuchtstouristen hier. Ja. Touren nach Hause zu glaub, Mama. Ja. Da haben wir irgendwas eingeblendet und die Veranstaltung. Eine Veranstaltung. Also im Übrigen ist diese PDF, die da zu sehen ist, auch auf osf-tv.de zu sehen, wenn man also am Freitag, Samstag, Sonntag unterwegs ist und man will wissen, wann was stattfindet, dann kann man das bei osf-tv.de das abrufen. Ja. Da weiß man ganz genau, wo man nicht sein will. Kann sich jeder ausdrucken. Wenn er möchte. Angucken, mit einem Smart, kannst du auch mit einem Kurs mit einem Smartphone machen. Ach, siehst du? Das ist der Volkshochschule. Bist du auch mal zum Volkshochschulkurs? Ach, sie sind noch gebildet, die brauchst du halt nicht. Für was denn? Für die iPad? Ja, geht so. Guck mal hier, für iPad. Smartphone oder iPad. Schnupperkurs. Die ist gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Naja, ich muss ein bisschen Werbung machen dafür. Hat man mir gesagt. Warum das? Hat man mir gesagt, deswegen hast du mir doch die Zettel hergelegt. Ja, das ist, damit du lesen übst. Ach so. Leseübung? Nee, so eine Kurse. Deutschkurs. Deutschkurs gibt es auch. Für Anfänger. Ja. So, wo sind. Ach so. Kinder hast du noch nicht, ne? Ich bin nur Tante. Ja. Weil sicherer Schulweg in Brandenburg, und zwar der ADAC Berlin Brandenburg. Es sind 50.000 Kinder in Berlin und Brandenburg. Siehste? Doch, mein Ernst. Naja, klar. Wahrscheinlich sind da 49.000 in Berlin und der Rest in Brandenburg. Neulich habe ich gelesen, dass sich das jetzt wieder erholt. Also wir hatten ja diesen Die Kinder haben sich erholt? Den Geburtenknick nach der Wende. Und jetzt soll so die Zahlen stabil bleiben. Also, und gar wachsen. Der ADAC rät, ABC-Schützen sollen ihren Schulweg möglichst eigenständig oder in Gemeinschaft mit Freunden zu Fuß, mit Bus oder Bahn zurücklegen. Eigenständig. Wir zu DDR-Zeiten, wir waren ja Schlüsselkinder. Ja. Kennen Sie das? Ja? Echt? Ja? Auch Schlüsselkind? Also keine DDR-Geschichte, sondern eine Nachwendegeschichte. Ja, natürlich. Na klar. Genau. Aber wir waren aber noch nicht fertig mit dem Stadtfest, ne? Du hast ja, nee, wir können das ja mal wieder ein. Können wir noch aufrufen, ein Stadtfestbändchen zu kaufen? Ich würde gerne aufrufen, aber es gibt gar nicht mehr so viele. Aber wir können folgenden Aufruf starten. Wer noch ein Bändchen möchte, der kann gerne spenden, damit wir im nächsten Jahr feststellen, wir können noch viel mehr Bändchen produzieren. Aber nachproduzieren oder so, nachordern? Es dauert immer eine Weile, bis sie produziert sind. Und es beträgt ungefähr 6 Wochen. Und du weißt, dass das Licht relativ schnell ausgeht, wenn man das tagelang liegen lässt. Das warst du. Ich. Na klar. Du hast das Blinken. Ach, blinken ist natürlich auch noch was anderes. Wenn es nicht wegblinkt, dann gibt auch mal so eine Batterie nach. Aber so ansonsten hält es. Die drei verschiedenen Sender haben wir ausprobiert, die man da empfangen kann mit dem. Es geht ein bisschen schwer, aber wenn man ordentlich drückt, dann. Ja, stimmt, also nur ein bisschen drücken. Ja. Aber das ist die frohe Botschaft auch für euch, ne? Dass die Eisenstelle jetzt. Also beim ersten Mal war es ja nicht so doll, ne? Mit dem Bändchen? Ja, es war halt auch eine andere Art Bändchen. Und die hatte halt wenig Funktion, also keinen optischen Reiz. Außer dass es natürlich hübsch aussah. Aber wenn es halt dunkel ist, ist das schön. Das finde ich gut. Ich habe mir das gerade vorgestellt, wenn so dunkel, Lindenallee. Naja, wenn du zu viel getrunken hast, dann treten sie nicht auf dich rauf. Genau. Verstehst du? Zumindest nicht auf die Hände, sondern auf die Hand. Nicht auf die Hand. Ja. Also das Bändchen ist auch vielseitig einsetzbar. Ja. Weil man kann es ja öffnen. Das haben wir auch schon festgestellt. Ja, und dann kann man es auch überall ranhängen und wer große Ohrlöcher hat, auch gerne. Oder einen dünnen Hals. Ja, oder mehrere zusammenstecken vielleicht. Ja. Ja. Gut, also ist eine frohe Botschaft. Kann man verkünden, dass also die Bändchen gut weggegangen sind? Ja. Danke, liebe Eisenhüttenstädter. Danke. Kann man nur sagen, gutes oder? Gutes Zeichen fürs Stadtfest. Ja. Das sind ja nicht bloß die Eisenhüttenstädter, die das gekauft haben, denke ich mal, oder? Naja, aber doch ein Großteil, glaube ich schon. Ja. Wenn die dann noch nachverkauft, also sind die dann auch noch auf dem Stadtfest zu bekommen? Oder ist nicht mehr viele. Nicht mehr viele. Zettelchen. Ach, guck mal, hier ist eins. Ach, guck mal. Guck mal, ein kaputtes. Na, das ist ja jetzt unpraktisch. Guck mal da. Das geht so schwer. Da kam. Ja, wir wissen ja, zumindest wissen wir ja, ne? Was ist denn? 2,50.
2,50. Kabel. Kannst du das lesen? Ich glaube, ich muss doch einen Kurs belegen. Auf der Volkshochschule. Ja. An der Volkshochschule. An der. Es gibt doch Deutsch als Zweitsprache. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Vorher gab es ja diese Dörfer, ne? Diese Dorfgeschichte. Das Brandenburg-Dorf? Das Brandenburg-Dorf. Oder. Kommt denn, ist denn der Eiffelturm wieder da? Nein, das genau. Wir hatten das schön, Jahr ne? Frankreich. Dieses Jahr haben wir Tschechien als Gastland. Was da. Bringt man als Tscheche? Brücken. Nee, Semmelknödel. Wahrscheinlich auch viel Handwerkskunst. Und Italien haben wir auch einen kleinen Bereich. Das schiefe ist so Turm von Pisa. Vielleicht nächstes Jahr. Also der Italienbereich ist jetzt ein bisschen klein gehalten, um mal zu gucken, wie Ach so. Und aber die Fläche bleibt also die gleiche, ne? Also wir sind wieder, also ich würde gerne sagen, wir sind wieder größer, aber im Endeffekt sind wir nur größer im Gegensatz zum letzten Jahr, weil wir im letzten Jahr ja verkleinert haben und jetzt sind wir auf der Ursprungsfläche. Aha. Also so wie es eigentlich gelernt ist. Jetzt ist aber ein ganz großes Thema für die Eisenhüttenstädter. Ein ganz großes Thema. Welches? Kannst du es vorstellen? Das Riesenrad hatten wir schon. Ja. Ich weiß auch nicht, wo er hin will. Der ist mein Verschleier. Nein, pass auf. Die Leute fanden ja diesen goldenen Löwen so schön. Ach so. Der war ja voriges Jahr nicht so sonderlich, ne? So ein bisschen. Hat er sich verändert oder ist er überlaufen? Der hat sich verändert. Hat sich verändert. Also der goldene Löwe heißt ja auch nicht mehr goldene Löwe, heißt ja anders, ne? Zum tanzenden Löwen. Zum tanzenden Löwen. Weil was macht Hieß man der da letztes drin? Jahr auch schon zum tanzenden Löwen? Hat patentrechtliche Sachen, dass man nicht goldene. Hat nee, jemand den Namen wenn geschützt? Wenn wir den umbauen, dann müssen wir ihn auch mal namentlich verändern. Genau. Mhm. Und der steht jetzt wieder am Busbahnhof, wie im letzten Jahr, aber eben halt größer, mehr Tanzfläche. Ah, mehr stimmt, da war irgendwas. Also nicht so sehr. Im Dunkeln viel schöner. Es war eng letztes Jahr, kann ich mich daran erinnern. Und das haben wir jetzt behoben. Ja, also können Sie sich auf den tanzenden Löwen freuen, die Eisenhüttenstädter? Genau. Was gibt es da alles? Also Party ab 22 Uhr, 23 Uhr? Hatten wir jetzt das kann um 18 Uhr, 20 Uhr losgehen. Mhm. Spätestens um 20 Uhr, aber 18 Uhr kann man auch schon kommen. Gut, was will Melanie Küster noch loswerden in Sachen Kompaktteam und Aufbau? Gibt es noch ein Highlight? Tolles zu berichten? Ansonsten ertränken wir uns hier. Ich habe mitbekommen, dass wir sogar zwei neue Fahrgeschäfte haben. Also einmal eben dieses Pendel. Das Flying Dutchman. Der HyperX. Und dann gibt es auch eine Art Familienachterbahn. Die sieht sehr harmlos aus, aber ich habe von vielen gehört, wenn man da erstmal drin sitzt, dann soll man sich anschnallen. Ups. Und die ist auf dem Rummel zu finden. Aha. Wollen wir da fahren gehen? Einheimische Händler? Bitte? Einheimische Händler sind dabei oder nur Zugereiste? Es gibt im Brandenburgdorf auf jeden Fall Einheimische. Also die Klosterbauerin und Zell ist mit dabei. Und ansonsten müsste ich jetzt lügen. Das habe ich noch nicht verinnerlicht. Macht man im Fernsehen nicht. Hat noch niemand. Hatten wir vorhin. Niemand im Fernsehen. Ich muss jetzt die Aussage gemacht. Verweigern. Also ja. Ganz sicher, aber ich weiß gar nicht genau. Das hat man noch nie, dass jemand die Aussage Nein, verweigert. Das haben wir noch nicht gehabt. Das ist jetzt ein Novum. Verrückt. Die Highlights nochmal. Werden wir bestimmt sehen. Freitag, was ist das große Highlight am Freitag auf der Hauptbühne? Freitag haben wir ganz viele Bands und dann haben wir auf jeden Fall am Freitag wieder den Lichterumzug. Der eröffnet so im Rahmen der Hauptbühne dann jetzt eben gerade. Das Stadtfest. Wenn es dunkel wird. Naja. Wenn es dunkel wird. Ist doch noch nicht dunkel. So. Also hier ist es jedenfalls nicht dunkel gerade. Ja, hier ist, das ist, also es soll ja auch warm werden, ne? Sonntag? Sonnencreme. Habt ihr denn Notfallmaßnahmen, Notfallmediziner geordert, zusätzliche? Die stehen bereit. Die sind doch jedes Jahr, oder? Wir sollten vielleicht noch Wasser duschen. Das wäre nicht schlecht. Und viel Wasser trinken. Liebe Zuhörer, wenn es warm wird, sondern am Sonntag, Wasser trinken. Und nicht so viel Alkohol, also sagt man. Ist auch Wasser dran. Naja, aber bei. Oder alkoholfrei. Genau. So, Sonnabend ist dann? Am Samstag haben wir die Gala der Region, die ist mit dabei, trotz dass es keinen Stadtverband mehr gibt. Und dann haben wir die Gewinner von dem Hütte-Contest, der auf der Insel im Sommer stattfand. Und am Samstagabend haben wir dann natürlich die Mädchengruppe Laying, die machen halt eine ganz tolle Bühnenperformance und sind bekannt von diesem Morgens immer müde Song aus der Telekom-Werbung. Ja, die mit den Stehlampen? Genau. Ah, jetzt weiß ich. Na, muss ich mir angucken. Ja, das soll man tun. Und danach ist ich dann die weiß mehr. Dran. Ich kann ja auch mal was wissen. Gut so. Ja, und Sonntag kommt dann die Lasershow und Samstag und Sonntag dann. Am Sonntag haben wir Antenne mit dabei. Das ist der Herzschrittmacher, deswegen muss ich mal neu aufpassen, dass er hier nicht abklappt. Guck mal, da haben wir sie.
Das ist das Sonntagabendprogramm. Mhm. Im gerupften Federkleid. Janet Biedermann mit ihrer Band La Ewig. Mhm. Ewig. Ewig. In Ewigkeit. Amen. Und die sehen so ein bisschen aus, so wie... Die sind Teil der Antenne Schlagershow. Wer ist das? Hm? Na, wer ist das? Cappuccino? Genau. Siehst du? Cool. Warum heißen die Cappuccino? Keine Ahnung. Das weiß ich. Aber ihr könnt eigentlich wäre das hier Cappuccino, und oder? Und das ist Ela Isa. Ela. Mhm. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Entweder bin ich zu jung oder zu alt. Den kennst du. Den kennen wir nicht. Das ist, was ist denn das? Ist das Michael Schumacher? Ja. Also, ja, komm, hör auf. Uwe, das ist dein Alter zwei hier. Tänzerinnen. Zwei Tänzerinnen. In dem Alter bringt das viel Tänzerinnen mit? Aber jüngere, oder? Natürlich. Naja. Jörg, du kriegst den ersten Platzverweis heute. Ja. Wenn du so weitermachst. Gut. Okay. Gut, wir sind eigentlich auch mit der Zeit durch. Sind wir. Schön, dass du gekommen bist, dass du erzählt hast, wie wunderbar unser Stadtfest es wird. Sein wird. Es also wird. Sonntag, Sonntag ja. Sind ja die großen Tage noch. Freitag, heute Abend sicherlich auch noch. Es werden Himmel und Menschen hier sein. Schön. Eigentlich. Ich hoffe es ja. Ich hoffe es ja. Das ist ja so wirklich der Höhepunkt des Jahres für die Stadt. Ne? Wisst ihr schon, ob er nächstes Jahr auch macht? Oder? Das entscheidet die Stadt und die Stadtverordneten. Mhm. Ende des Jahres. Also für 2 Jahre war ja erklärt, ne? War ja, zwei Jahre war ja abgesichert. Ne? Und jetzt müssen wir wieder neu entscheiden, ne? Oder? Wir dürfen also? Schon noch, aber es muss Option halt, habt ihr, ne? Genau. Hm? Würdet ihr halt gerne machen? Seid ihr denn mit der Stadt zufrieden? Ja. Immer. Das wäre jetzt so meine Frage. Immer diese diplomatischen Antworten. Ja, ja. Sie lügt nicht, sie enthält sich. Mhm. Wir können sie nicht fassen. Guck mal hier, was ist das? Was ist das denn? Was schickst du uns hier? Das sind die Hubschrauber-Rundflüge, die angeboten über werden. Wasser? Über Wasser? Vielleicht können wir den Weg über die Oder finden, genau. Und wo kriegen wir die Boote her? Das ist eigentlich immer mein Paar. Also Hubschrauber-Rundflüge gibt es auch. Mhm. Muss man doppelt bezahlen, hoch und runter? Oder? Wo startet denn dieser Hubschrauber denn? Der startet hinter dem, am Hotel Berlin, beziehungsweise eher in der Nähe zum Busbahnhof. Dahin gibt es eine Wiese. Da ist ein Hubschrauberbahnhof. Wenn man an der Sparkasse vorbeigeht. Da ist eine Wiese? Da ist eine Wiese. Ja, als Fürstenberg, wie willst du das als Fürstenberg auch wissen? Ja. Gibt es Wiesen in Eisenhüttenstadt? Ja, ganz eine Menge sogar. Melanie, schönen Dank, dass du gekommen bist, dass du uns das mal ein bisschen erklärt hast, was so auf uns zukommt in den kommenden Tagen. Partywochenende. Partywochenende. Und da wünsche ich euch allen ein offenes Herz. auch für die Neueisenhüttenstädter. Ja, auch für die. Auch für die Neueisenhüttenstädter. Ja. Damit verabschieden wir uns. Schönen Dank. Wir machen jetzt Feierabend. 50. Sendung ist gut gelaufen. Und wir können uns ja beim Stadtfest sehen. Ja, unbedingt. Ich bin ja nur reichlich im Rumrennen. Ich auch. Also, ja. Prost nochmal abschließend. Schönes Festchen. Und bis zur 51. Sendung. Tschüss. Ciao, Leute. Und atomfreies Wochenende.